über diesen Preis, von allen Preisen, weil ich eben wirklich fand, dass dieser Artikel für mich war eine Erfahrung, die ich selber als Journalist so noch nie hatte. Ich habe schon viele Geschichten geschrieben, klar, aber bei diesem Mittel in Blau, was ja so eine uralte chemische Substanz ist, die auf einem der größten Alzheimer-Kongresse sozusagen in der Presse und überall einen echten Aufschlag hatte. Und was macht man dann als Medizinjournalist? Man recherchiert. Und bei dieser Geschichte war es aber so, es gab nichts zu recherchieren, weil es gab nichts Publiziertes. Es war eine Entdeckung, die sozusagen sich in der wissenschaftlichen Literatur nicht wiederfand. Weil die Forscher eine Strategie gewählt hatten, sozusagen, sagen wir mal, unter Wasser zu tauchen, ihre Forschungsarbeit über 10 Jahre voranzutreiben und dann mit einem geballten Schlag an die Weltöffentlichkeit zu treten und zu sagen, jetzt haben wir es. Warum? Sie werden wissen, Methylene Blau ist uralt, ist nicht mehr unter Patent und jeder, der damit Geld verdienen will, hat ein Problem. Und sobald er nicht die Daten sozusagen schon generiert hat in klinischen Versuchen, um sozusagen die Zulassung direkt zu beantragen, kann er das eigentlich zwar machen, aber er kann am Ende damit kein Geld verdienen. Diese Leute wollten aber Geld verdienen und sie wollen auch Geld verdienen damit und haben deswegen sozusagen so eine Art Strategie gewählt, erstmal die klinischen Daten so weit voranzutreiben, dass nicht mehr die anderen so schnell hinterherkommen können, dass sie praktisch eine Lücke haben, in der sie dann agieren können. Und dann stand ich vor dem Problem, es wurde halt verkündet, ja, tolles Medikament gegen Alzheimer, aber meine Frage war natürlich, stimmt es denn eigentlich? Was auf dem Kongress publiziert wird, muss ja noch lange nicht stimmen. Und die Studie war sehr kompliziert, es war alles sehr shaky. Und dann musste ich also innerhalb von kurzer Zeit eine Strategie entwickeln, wie komme ich jetzt an eine Wahrheit heran, die sozusagen belastbar ist und dem Leser etwas erzählt. Und so kam es halt zu der Idee, dass ich einfach eine Geschichte erzählen wollte, indem ich dem Leser erzähle, wie schwierig das eben ist, unter solchen Bedingungen genau das herauszufinden, weil ich am Ende auch nicht klüger bin und man bis heute auch noch nicht klüger ist, als der Stand, der letztes Jahr sozusagen war. Ich kann vielleicht noch kurz erzählen, es gibt jetzt ein kleines Follow-up, also das ist jetzt knapp ein Jahr her und ich habe nochmal mit den Beteiligten gesprochen, will natürlich wissen, what happened. Ja, also ist das jetzt einfach, habe ich einen Fehler gemacht und habe ich sozusagen mit dir den Blau sozusagen ernst genommen und hätte es besser ignorieren sollen? Oder habe ich eben in der Tat vielleicht eine Entdeckung mitbegleitet in einer skeptischen Form, die künftig wirklich mal eine erstaunliche Entdeckung wird? Und es ist genau das passiert, was eigentlich auch vorher zu sehen war. Es ist nämlich, die Firma steht vor der Phase 3-Studie, aber die Zulassungsbehörden haben gesagt, das ist ein so altes Medikament, für das gibt es keine vernünftige Toxikologie. Und wir wollen, dass ihr nochmal das komplette heutige 4-experimentelle Programm mit Affenversuchen und allem drum und dran macht, bevor ihr jetzt in die klinische Phase gehen dürft, Phase 3, obwohl das Medikament schon seit 100 Jahren in der Klinik immer wieder angewendet wurde, aber eben die heutigen Kriterien von Toxikologie nicht eingeführt waren. Also mussten sie das ganze Programm machen, müssen das auch bezahlen, müssen dafür Geldgeber finden, haben das jetzt getan, sind dabei und sind jetzt in Diskussion mit den Zulassungsbehörden, um praktisch die Genehmigung für diese Phase 3-Studie zu bekommen, die nur alleine dann in der Lage wäre, den Wirksamkeitsbeweis entweder zu erbringen oder nicht.